Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, der nächste Bewohner zieht in die BookTuber-WG, beziehungsweise zieht noch nicht ein, aber wir teilen der BookTuber-WG. Es ist wieder eine weibliche Person. Ich glaube, es sind von 8 Leuten 3 männliche und der Rest sind weibliche. Aber immerhin sind männliche dabei. Freut mich schon sehr. Und wie ihr gesehen habt, bin auch ich ein Teil davon. Also ich bin schon mal einer von den männlichen Mitbewohnern. Und die nächsten zwei werde ich auch noch irgendwann erstellen, die nächsten Tage. Mal schauen, wann ich dazu komme. Und ja, auf jeden Fall kommt jetzt die nächste Bewohnerin. Eine, die mir nicht sehr einfach fiel zu erstellen. Ich habe sie schon erstellt. War nicht ganz so einfach. Ich bin auch mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden. Aber ich habe es nicht. Ich habe es irgendwie besser hinbekommen. Ich weiß nicht, was da los war. Sie ist mir nicht so gut gelungen. Ist jetzt dann ja eh gleich. Aber ja, ihr dürft dann wieder raten, wer es sein könnte. Und danach seht ihr, wie ich die Person erstellt habe. Ihr seht jetzt auf jeden Fall die Person, die ich erstellt habe. Ihr dürft jetzt wieder raten, wer es sein könnte. Was glaubt ihr, wer es ist? Schreibt es in die Kommentare. Vorher schon am besten. Und jetzt dürft ihr zuschauen, wie ich die Person erstellt habe. Viel Spaß dabei! To be free forever.
So, hier seht ihr jetzt die fertige Person. Ihr seht auch den Namen natürlich. Snini von Empire of the Books, die ich hier erstellt habe. Was meint ihr? Ist es mir gut gelungen oder eher nicht so? Ich bin nicht so zufrieden damit. Aber ich glaube, besser hätte ich es auch nicht wirklich hinbekommen. Aber ganz so zufrieden bin ich nicht. Und jetzt erkläre ich euch, wie ich ihn so gestaltet habe. Also hier seht ihr das Alltagsoutfit. Natürlich, ich weiß, dass Nini ein absoluter Disney-Fan ist. Absolut. Deswegen musste ein Disney-Pullover her. Das ist Custom-Content. Also das heißt, benutzerdefinierte Inhalte quasi. Die kann man sich runterladen. Die sind nicht im Spiel vorher installiert. Das ist, habe ich mir runtergeladen. Extra für Nini. Weil ich weiß, dass sie absoluter Disney-Fan ist. Und deswegen musste eins her. Ich habe mich jetzt für die Arial-Variante entschieden. Es gibt noch ganz viel mehr. Ich glaube Cinderella, Susi und Strolch, 101 Dalmatiner, Belle, also Schön und das Biest. Noch ganz viele andere. Aber mir hat jetzt der Ariel am besten gefallen. Was meint ihr? Soll ich hier einen anderen anziehen? Vielleicht eine andere Farbe? Ich glaube, es gibt auch einen Pink. Das ist. Aladdin gibt es noch. Was ist eine pinke? Pocahontas wäre pink. Ich glaube, ich habe noch irgendeinen anderen gesehen, aber ich weiß nicht mehr, welcher es war. Aber ich dachte mir, der passt am besten. Dann so eine Jeans. Ganz normale schlichte Jeans. Und so schwarze Tux. Chucks. Irgend sowas. Ich denke, das passt am ehesten zu ihr. Ich weiß nicht unbedingt, welche Schuhe sie trägt. Und das Gesicht ist jetzt nicht so gut geworden. Ich habe mein Bestes gegeben. Mir gefällt es nicht wirklich so gut. Dann kommen wir zu der Abendkleidung. Und da habe ich mir gedacht, ganz Disney-like, ganz Prinzessinnen-like, ein richtig schönes, langes Glitzerkleid. In Lila, gibt es auch in verschiedenen Farben. Aber ich dachte mir, in Lila passt es einfach am besten zu ihr. Ich finde das sehr, sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass Ninja auch mal so ausgeht. So auf einem Ball oder so, mit so einem richtig schönen, langen Kleid. Die Schuhe sieht man jetzt nicht. Das sind, glaube ich, so Stöckelschuhe in Lila natürlich. Eine Kette. Ohrringe passen in Lila, das Make-up auch eher in die Richtung gehalten. Aber ich finde das Kleid auch sehr, sehr schön. Ist auch ein heruntergeladenes Kleid. Sportoutfit. Auch hier bleibt mir dem Disney-Thema treu. Eine Alice im Wunderland. Hose, Leggings. Auch extra runtergeladen. Und ein Nike-Pulli in so weinrot, fast braun Ton. Und so coole Sportschuhe. Ja, und hier auch kein Make-up beim Sport und auch kein Schmuck. Finde, das sieht cool aus. Auch hier dem Disney-Style treu geblieben. Da in Schlafklamotten. Ja, hier halten wir es in Blau. Ohne Disney diesmal. Aber ich finde, das passt auch am besten zu ihr. Ich finde, das steht ja gut. Dann Ausgehklamotte. Ne, so ein grauen Strick. Weste mit Gürtel. Wer hat den nicht? Sogar Sonja auch. Oder Sarah, muss ich gleich mal gucken, nicht, dass wir jeweils die gleichen Sachen anhaben. Warte mal, ich schau gerade. Irgendwo hat sie den doch auch an, wenn ich mich richtig erinnere. Oder sowas ähnliches auf jeden Fall. Nee. War das Sonja? Aber haben alle irgendwie so Stricksachen an. Lustigerweise. Ja. Sonja hat den Pulli auch an, nur in Schwarz. Ja, muss ich vielleicht nochmal ändern. Hier eine schwarze Jeans dazu und so. Ja, Schuhe. Was sind das für Schuhe? Ja, so nicht hochhackige, aber so ja, kein Absatz, auch nicht einfach so flache Schuhe. Finde ich passt am ehesten. Mit Kette und Schmuck und wieder ein bisschen Make-up. Aber ich glaube, den Pulli werde ich nochmal ändern. Brauche ja nicht zweimal den gleichen anzuhaben. Dann das Schwimmoutfit. Glaube ich, ändere ich auch noch mal. Ich finde, der sieht zwar cool aus, der Badeanzug, aber ich weiß es nicht, ob den Nini so tragen würde. Muss ich noch mal vielleicht ändern. Was meint ihr? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr meint. Soll ich den Badeanzug vielleicht auch noch mal ändern? So etwa mal etwas anderes. Aber ich glaube nicht, dass Nini so schwimmen geht. Dann haben wir noch die Eigenschaften hier oben. Als Bestreben haben wir hier Tierfreundin. Dieser Sim möchte mit den Tieren befreundet sein. Nini hat einen Hund und eine Katze, soweit ich weiß, und ist absoluter Tierfreund. Deswegen passt das am ehesten dazu. Wenn ihr noch was anderes wisst, was dazu passen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe das bei Sarah auch nochmal geändert. Sarah hat jetzt das Ziel, Autorin. Neben Tierfreund gehört auch
Tierzuneigung, Beziehungen mit Tieren beginnen mit höheren Werten. Ist automatisch dabei. Dann habe ich natürlich den Bücherwurm dabei. Den mache ich bei jedem Bewohner rein. Dann gesellig, weil ich glaube, dass Nini sehr gesellig ist, sehr gerne auf Treffen geht und alles Mögliche, denke ich definitiv, ja. Und fröhlich, weil Nini ist eigentlich immer fröhlich. Gibt zwar auch Tage, wo sie nicht fröhlich ist, aber ich denke, das passt am ehesten dazu. Ich will ja eigentlich bei jedem Sim irgendeinen negativen Punkt. Tollpatschige, das ist jetzt nicht wirklich negativ, aber es ist irgendwie so peinlich, sage ich jetzt mal, weil das Spiel irgendwie interessanter gestaltet, weil die Sim dann anders handeln. Aber ich habe jetzt bei Nini irgendwie nichts gefunden, was zu ihr passen könnte, was jetzt negativ im positiven Sinne ist. Oder was vielleicht manche an Nini nervt zum Beispiel. Wüsste ich jetzt nichts. Also deswegen habe ich mich für diese drei oberen entschieden, weil ich nicht glaube, dass sie irgendwie anders, irgendwas anderes dazu passt. So, das ist Nini. Wie findet ihr sie? Was meint ihr dazu? Bin gespannt auf eure Meinungen und bin gespannt, wen ich als nächstes erstellen werde, weil zum aktuellen Zeitpunkt habe ich noch keinen anderen erstellt. Wie ihr da unten auch sehen könnt, sind bisher noch vier. Vielleicht fällt euch auf, dass unten etwas anderes ist. Ich habe mich nochmal ein bisschen bearbeitet. Ich habe Sarah nochmal bearbeitet. Ich euch aber dann nochmal in einem extra Video zeigen, wen ihr wollt. Aber ich schaue mal, wen ich als nächstes erstellen werde. So, das war's. Das ist Nini, jetzt auch in der BookTube-WG enthalten. Sag ich mal, klingt jetzt doof, aber ist so. Und ja, das war's. Hier irgendwo rund um mich herum findet ihr noch zwei weitere Videos von mir. Die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich noch Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.